zusammen. Ich bin der Miguel. Ich komme von Schaffhausen. Kennt ihr von Schaffhausen? Ja. Nordostschweiz? Hä? Martale. Genau. Martale, cool. Super. Ja, ich komme von Schaffhausen. Ich bin ganz spezieller Künstler mit einer ganz speziellen Begabung und ich habe einen ganz speziellen Künstlernamen. Ich bin nicht einfach nur der Miguel Camero, wenn ich so vor dem Publikum stehe. Ich habe einen Künstlernamen, den ich sehr, sehr cool finde, wenn ihr hören. Also, ich bin auch bekannt als, und jetzt kommt's. Camaro Zubidoo Style is one of the craziest human beatboxer on all planet Earth. What goes up, must go down, you are amazing, how did the sun, what goes up, must go down, you are amazing, how I do the sound. Wie wird man so etwas? Nein, ich habe angefangen als kleiner Bub, grüße ich mit der Gesundheit. Also, ich habe als kleiner Bub angefangen, glaube mit 8 Jahren grüßt zu imitieren. Das macht ja eigentlich alle Kinder, machen da beim Spielen. Und das habe ich einfach immer sehr gut können. Und das ist sehr schnell aufgefallen, auch meine Mitmenschen. Ich immer wieder grüße machen. Helikopter ist eines der ältesten Grüße, die ich gemacht habe. Und dann irgendwann, glaube ich, mit 11 Jahren, kennt ihr noch Vanilleeis? Auf dem Album hat es ein Lied, wo Vanilleeis beatboxt.
Da wissen die, du kennst, du weißt es noch. Yeah, having a Roni. Und das ist ein mega cooles Lied. Und das ist so mein erstes Beatbox-Lied, das ich gehört habe. Und da bin ich total Fan gewesen. Dann haben wir das imitiert und nachgemacht. Und hat also total cool gefunden. Dann später ist dann der Michel Gutemansch. Michel Gutemansch? Franco-Kanadier, Komödiant, der sehr viel Pantomime macht, da sehr viel Geräusch. Er hat mich inspiriert, hat sehr cool Geräusch nachgemacht. Und der Michael Winslow von Police Academy. Kennt ihr noch? Michael Winslow, Police Academy? Der Schwarze, der Schlanke, der immer Geräusch gemacht hat und Maschinengewehr und so. Da habe ich gehört und ich habe gedacht, wow, jemand, der das kann, ist der coolste Mensch auf dieser Erde. Warum habe ich das gemacht? Nein, ich habe das einfach, ich habe das Potenzial dahinter gesehen. Mich hat das brutal fasziniert und inspiriert. Und das ist eigentlich so, das sind so meine Anfänge. Und dann sind ganz viele Beatbox dazu. Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy, besteht ja nur aus mundgemachter Musik. Es ist mehr Vocal Percussion. Aber sehr beeindruckend, was der Bobby McFerrin macht. Und habe ich dann entschieden, das zu machen. Einfach immer nebenbei. Und dann irgendwann später, irgendwie, glaube ich. Mein ersten grossen Auftritt hatte ich im Militär, Kompanieabend. Das ist lustig. Stimmt. Und sind alle Ohren natürlich. Und leider habe ich gemerkt, dass ein riesiges Potenzial. Und dann bin ich an die erste Beatbox-Meisterschaft gegangen, später dann ein Jahr darauf die Weltmeisterschaft. Und da Jahr habe ich die Weltmeisterschaft sogar moderieren. Also ich habe meinen Weg verfolgen, falls es jemand interessiert. Wenn es nicht gefallen ist, einfach meine Website, Gamero.